Komm, stirb, jawohl. Bisher funktioniert meine Ansage, noch nicht ein Schadenspunkt kassiert. Zielsicher streife ich umher. Ups. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen assig, aber... Da merkt man einfach wieder den, der mit solchen Spielen aufgewachsen ist und die, die leider dieses Vergnügen nicht hatte. Wir müssen dir echt die ganzen Spiele besorgen. Du musst die alle durchspielen. Ich zwing dich. Ich hab so viele Spiele, die ich du trotzdem nicht spielst. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja, deshalb sage ich ja, ich muss dich dazu zwingen, zu deinem Glück. So, jetzt kann ich hier rüberschießen den Pfeil. Perfekt, guck dir das an. Da. Zack. So. Dann schauen wir mal, wie geht das jetzt weiter. Nein, verfehlt. Mist. Damit kann ich den Pfeil hier runterschießen? Muss ich den da irgendwie... Ja, irgendwas habe ich getroffen auf jeden Fall. Irgendwas habe ich da getroffen. Na komm. Jawoll. Ih, war das ein Auge, was da weggeflogen ist? Ist ja ekelig. Ekelige. So. Dann schauen wir. Mensch. Schauen wir mal. Machen wir uns hier mal wieder. Hallo? Danke. So, dann gehen wir hier mal hoch. Tö. Wollen wir hier mal lang? Will diese Truhe. Ich gehe hier nicht fort, bis ich die Truhe nicht habe. Da waren wir. Kannst du nicht von unten dich dazwischen stellen und von... Na, ich glaube, es bringt nichts. Hier war nichts. Wie kommen wir hier hin? Das ist die Frage. Das ist ganz, ganz komisch, wie man da langkommen soll. Das hatten wir. In der Höhle haben wir den Bogen, glaube ich, gekriegt, ja? Ja. Das heißt, wir sind wieder komplett am Anfang, also zu weit. Oh Gott, ich sitze hier voll im Krüppelmodus. Das geht gar nicht. Moment. Geh mal. Hier ist... Da können wir... Ah, guck mal, da ist so ein Büschel. Wir müssen irgendwie da hoch, siehst du? Man sieht den so ein bisschen, diesen Busch. Ja, ich weiß. Wie kommen wir da rein? Wie willst du den abfackeln? Moment. Warte mal, kannst du mal kurz... Nee, warte, ich will ganz kurz erst was ausprobieren. Irgendwie muss ich, glaube ich, diesen Kristall aktivieren. Ja, dann mach mal. Versuch dein Glück. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, das wäre auch dämlich von der Seite, ganz ehrlich. Aber guck mal, sonst gibt es keinen Zugang. Siehst du das? Ja. Es muss irgendwie gehen. Wir müssen hier durch. Das ist die Lösung. Guck doch, das ist der einzige Zugang. Dieser Busch ist der einzige Zugang. Ja, das ist mir auch schon vorher klar gewesen. Weißt du? Geh mal runter jetzt, bitte. Ganz kurz, ich will nur einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Nein, er hat nämlich keine Risse. Nein, ich wollte eher, ob die Druckwelle... Geh mal runter, rechts. Rechts. Und runter. Der... Nee, den Stein kann man auch nicht sprengen, ne? Nein, kann man nicht. So, Moment, dann gehen wir erstmal hier weiter. Ja, und wie kommt man zu dem? Ja, warte. Das finde ich alles jetzt heraus. Ich habe nämlich das allwissende Auge. Den ja. Blick von ihr hättet ihr gerade sehen müssen. So, wir machen auf Bogen. Dann gehen wir hier lang. Weil wir gehen hier hoch, gehen dort lang. Zack, 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 zack.
gehen hier unten lang. Dann müssen wir hier rum. Ich bin schon wieder so weit vom Mikro entfernt, aber dann habe ich schon eine Krüppelhaltung wieder. Das ist furchtbar. Ach, er will auch durchsichtig. Nein, wollte ich nicht. Nee, ich bin hängen geblieben. Nicht. Ich Nein. bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Kannst du nicht gucken, oder was? Ach, Moment, wohin laufe ich denn? Hier unten war das. So. Zack. So, dann gehe ich hier lang. Dann schaue ich hier oben mal. Oh ja, du musst dich zurückverwandeln. Habe ich es weggebrannt, ne? Ja. Runter, runter, runter. Ja, ich sehe ja, wo der ist. Aber damit ist immer noch eine Truhe übrig, die wir noch nicht haben. Eine Truhe fehlt uns dann noch. Hallo? Nur dagegen laufen. Wie schwachsinnig. Die... Katte Rybka? Okay. Ja, gut. Dann können wir jetzt raus und dann übernimmt Rybka wieder natürlich das Zepter. Zack. Wupp. Und... es geht wieder nach oben. Ich laufe noch extra für sie zur Stadt, damit ich auch mal ein paar rundenbasierte Kämpfe durchlebe. So, aber das Geld haben wir nicht zu, nie und nimmer zusammen. Nee, weil es halt es gab halt kein Geld in der Zwischenzeit. Speicher mal bitte. Sekunde, ich will erst den DVD-Player jetzt kaufen. Oh, jetzt plötzlich den DVD-Player. Ja, für den haben wir immerhin das Geld. Ja, weil wir jetzt die Rybka-Karte gekriegt haben, oder was? Hey? Ja, wir haben. Du wolltest doch unbedingt Geld sparen für die seltene Karte. Siehst du, wir können eh nicht die Rüstung verkaufen. Ach, ich spiele hier mal eine Runde gegen den. Wir versuchen es mit schwer jetzt. So, haben wir die Rückgabekarte? Nee, wäre ja auch zu cool gewesen. Oh, 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 das wird jetzt happig. Wir fangen leider an. Das finde ich. Ja, den würde ich in der Mitte da, genau dort würde ich ihn hin tun. Super. Sie wollte eigentlich ein Feld weiter rechts, aber sie tut gerade. Nein, so. Gar nicht, weil der, die 3, die ist zu schwach. Ja, ja, ja. Jetzt kommen die Ausreden. Wisst ihr, jetzt kommen die Ausreden. Aber voll doof, dass wir dauernd anfangen müssen. Wir müssen nicht immer anfangen. Oh, er hat die Cyrus-Karte. Ja, er hat die Cyrus-Karte. Ja, die kannst du mit der Wespe stechen. Ja, aber die Wespe ist in alle anderen Richtungen echt mies. Ja, Pflanze. Oder den von unten. Nee, den Koko von unten. Ja, das ist... das wird nicht gut enden. Das wird wieder... eine Niederlage, glaube ich. Ja, das wird eine Niederlage eindeutig jetzt. Weil wir haben in alle Richtungen nur Scheiße. Ach nö. Komm, so. Nochmal. Erstmal wird jetzt gespeichert. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So, jetzt noch eine Runde Doppelzwilling. Aufbestehen von Rybka hin. Und dann muss sie ab in die Zitadelle nach oben. Oh, das ist der schwarze Cyrus. Da hat er, ja, da hat er einen richtig starken Anfang hingelegt. Da habe ich null Chancen, wie ihr seht. Ich kann den mit keiner Karte übernehmen, deshalb versuche ich eine gute Defense aufzubauen. Oh, er hat uns die Rybka-Karte hinplatziert. Die kann ich natürlich übernehmen. Hallo? Was hallo? Ich sag doch nur die Wahrheit.
Ja. Ja, das wird eine richtig krasse Niederlage jetzt. Wir haben nämlich nur beschissene, blöde, schlechte Karten. Oh, die Spinne hat er doof platziert. Die Spinne hat er echt doof platziert. Ja, damit haben wir tatsächlich irgendwie geschafft. Nein, hat er nicht! Er kann die Spinne be... Oh. Was kann er? Die Spinne hatte eine 7er Verteidigung nach links und die konnte er tatsächlich noch übernehmen. Hm. Naja, gut. Wir gehen raus und Rübke übernimmt das Zepter. Sie muss nach Norden. Wir brauchen noch das zweite Amulett. So. Wir werden beobachtet von unserer Katze und... Ich spiele jetzt wieder. Meine Augen haben sich mittlerweile auch entspannt. Nachdem sie mir das Gamepad aus der Hand gerissen hat, du könntest mindestens noch das Licht anmachen. Das wäre noch gut. Oh ja. Ah, jetzt bin ich voll geblendet. Bist du... Mach mal... Wir haben eine Tischlampe und die klappt die Lampe total nach oben, dass ich schön in die Glühbirne reinschaue. Heil? Nee, mach mir X-Kristall, dann kriegst du eine Pflanze tot. Ich frag mich, wo unser Katerchen ist. Hat sich wahrscheinlich irgendwo verkrochen wieder. Ja, aber sonst ist er eigentlich immer bei uns oben auf dem Schrank und beobachtet uns, aber irgendwas manipuliert sie darum. Nein, guck mal. Jetzt spiel. Unsere Zuschauer wollen nicht hören, wie du irgendwelche Katzen im Hintergrund beobachtest, die Zuschauer nicht sehen können. Da hoch, ne? Entweder das, ich würde aber erstmal nach rechts laufen, weil vielleicht sind da irgendwo noch Truhen oder so. Wir sind vorhin schon rechts. Nein, genau. Wir waren vorhin nicht überall rechts. Außerdem brauchen wir eh Money, Money, Money. Game Money. Ich heile uns mal lieber. Ja, kannst du machen. Wir machen auch schon bald ein Aufnahmepäuschen. Im Grunde ist diese Aufnahme nur dazu da, dass wir quasi über unseren Urlaub hinweg Folgen haben. Wir sind demnächst nämlich eine Woche weg. Im Übrigen, ich habe in der letzten Session vergessen, es zu wählen. Und jetzt habe ich es auch am Anfang. Würdest du bitte spielen? Cyrus hat Stufe 9 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Ripka hat Stufe 9 erreicht. Ihr Wert für Magie wurde erhöht. Am Anfang der Session habe ich nämlich vergessen zu erwähnen... Rechts, rechts, rechts. Habe ich nämlich vergessen zu erwähnen, boah, dass, ich bin ja voll weit... Ja, wärst du mal direkt nach rechts gelaufen. Dass wir nur jeden zweiten Tag die Folgen raushauen, weil das zeitlich für uns nicht so gut war mit dem Aufnehmen. Wir haben nicht so die Zeit dafür gefunden, deshalb... habe ich ein bisschen uns quasi das gestreckt. Dadurch, dass jeden zweiten Tag nur Folgen kommen, haben wir einfach längere Zeit die Folgen parat. Und außerdem laufen ja auch schon zwei Let's Plays täglich. Es macht nur Sinn, das jetzt gerade in Folge gefühlt 11 zu erwähnen und zu erklären, weil damit läuft das Ganze ja schon 20 Tage und ihr wisst es eh schon, aber gut, dass ich es nochmal erwähnt habe. Ja. Siehst du, da rechts war eine Brücke, das heißt, da können wir jetzt noch lang. Ups, 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 ups. Wow, sie macht mehr Schaden als er. Oh, wir haben 10-mal Atuin getötet. Schildkrötensuppe. Oh, okay, das ist die Schwarze. Okay, wir müssen doch nach Norden. Ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen nach oben. Du wolltest ja, immer hin. Ja, ist klar, ne? Töte am besten direkt eine Pflanze. Also, ja, genau. Also ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer mir beipflichten, dass ich gesagt habe, wir wollten nach oben. Aber Rübker ja nicht auf mich hören wollte. Ja. Ich wollte die ganze Zeit da hoch. Nein! Rechts! Nein, nein, nach rechts laufen! Nee, das... Nein, nach rechts laufen! Da vertauschst du was, da vertauschst du was. Ja, du vertauschst was. die Wespe am besten, ja. Ach,
der blöde Pilz hat überlebt, ey. Hast du nicht 44 Schaden an ihm gemacht oder habe ich Nein, mir das eingebildet? Du hast es eingebildet. Okay. Ich sag nichts dazu. Ich bin vor allem mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Ich glaube, mich recht zu entsinnen, dass die Zitadelle tatsächlich das Ende des Spiels ist. Echt? Ich glaube schon, ja. Also wir kommen hier oben, müssen wir noch dieses zweite Stück finden, also die zweite Hälfte. Und dann ist die Zitadelle und das ist das Ende des Spiels. Also ich würde sagen, ungefähr eine Stunde würden wir noch spielen da dran. Weshalb wir auf jeden Fall gleich ein Päuschen machen sollten. Ja. Und den Rest uns dann wirklich fürs nächste Mal aufsparen. Weil dann lohnt sich das noch beim nächsten Mal überhaupt. Weil wenn wir jetzt aufhören und dann beim nächsten Mal eine halbe Stunde spielen, das ist dann irgendwie auch doof, so. Das, da ist man kaum im Spiel wieder richtig drinne und muss schon wieder aufhören. Ich hoffe nur, da oben ist irgendwo ein Speicherplatz. Da siehst du, da ist eine Höhle. Ja, wenn ich reingelassen werde. Du kommst hier nicht rein. Rübger schaut alle zwei Sekunden gerade nach der Katze, statt zu spielen. Ich habe gerade gedacht, jemand faucht. Sollen sie doch fauchen. Sie müssen untereinander ausmachen, wer der Ranghöhere ist.